Dann geht's weiter, Leute. Mit Numero 13. Giuntürme. Am Arsch der Welt. Hier gibt es kein Schatzgebiet. Gerade noch mal gucken, wo es genau ist. Hier auf den unteren zwei. Hier. Gehen wir ja lieber von da hin. Statt mal direkt zu gucken, wo es ist, ne? Scheiße. Falsche Insel. Das ist auf jeden Fall schneller als schwimmen, oder? Zumindest vom Gefühl her. Oh, hier ist auch schon unser erster Schatz. Alter, der Radius ist ja Horror. So. Ah, wahrscheinlich ist da drüben auch irgendwas. Okay, hier sind in der Tat 60 Stück echt spannend, weil die auf einer verdammt großen Fläche zu sehen sind. Hier los. So, 40. Na, ich habe mir sicher einige vergessen, ne? Fühlt sich dann zumindest schon wieder so an, als hätte ich das getan. Gott sei Dank. Gott sei Dank muss ich jetzt nicht nochmal irgendwo zurück. So, und der letzte Asonberg auf der großen Insel. Asonberg. Na, wo ist es denn? Ja. Der großen Insel, bin ich bekifft oder was?
Hier wahrscheinlich. So. Hey, haben wir das Gebiet hier nicht schon mal gehabt? Doch, oder? Ah, jetzt hat uns Son Goku gesehen. Soll doch echt mal zur Stressbewältigungstherapie gehen, ne? Der ist echt immer angepisst. Kriege ich von Bennett jetzt dieses Schild? Ist das von der Bennett-Ulti? Das ist ja mal mega nice. Wo ist es? So. So. So, hier irgendwo. Ah, doch auf der anderen Seite. Der wird heller. Meistens neben irgendwelchen Bäumen, ne? So, irgendwo ist aber hier noch irgendwas. Sonst wird er nicht so leuchten, wie er leuchtet. So, jetzt ist es ein bisschen weiter weg, was? Geh mal hier rüber, hier waren wir glaube ich noch gar nicht, ne? So. Das hier unten. Er wird hier immer heller, ne? Nice, Leute. Nice, Leute, nice, Leute, nice, Leute. So, das war's. Das war's und wir holen uns jetzt unser blauen Dingens ab. Ausverkauft. Jetzt legen wir uns die gerade noch einmal an. Komm, wir legen uns die an. Kann man die irgendwie anlegen? Celie.
爆破は反省室。怪我人いるところに神団長あり。山火事は一貫の終わり。Okay. これはクレーの騎士団で生きるための心得だよ。Leute, wir haben nun eine blaue Seelie. Sehr cool. Gut, das war's auch für heute. Oh, die ist sogar süß. Oh. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Farbe ihr von der Seelie benutzt habt. Das war's von mir für heute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Stream. Haut rein!